Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Moonlighter. Jo, krasses Pferd, würde ich mal sagen. Wir haben, glaube ich, den End-End-Boss entdeckt, wenn ich so sagen darf. Es ist ein Weltraumpirat, so wie es ausschaut. Eine Schnecke, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig. Was schön ist, wir dürfen diese Sachen hier behalten zum Tränkebrauen. Freut mich. Aber ist mir momentan, glaube ich, ein bisschen Latte. Ich möchte noch unseren letzten Auftrag hier erfüllen. Wir müssen uns nämlich auch scheinbar beeilen. Richtig beeilen mit dem Besiegen der Gegner, weil es scheint so, dass in 5 Tagen das Spiel hier vorbei ist. Oder in 3 Tagen oder so. Da steht nämlich der letzte Tag. Ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist mit der letzte Tag. Vielleicht beginnt dann diese Alien-Invasion und die bringt uns alle um. Ich habe keine Ahnung. jetzt muss ich natürlich husten. Ich versuche noch, was geht, zu verkaufen. Wie gesagt, wir haben eh keine Aufträge mehr. Basteln tue jetzt auch nicht mehr viel. Es ist halt die Frage, ob ich da jetzt generell zu schnell das Spiel gespielt habe. Oder ob es eh passt, keine Ahnung. Oder ob es vielleicht nach dem Besiegen dieses Bosses weitergeht, das weiß ich ja auch nicht. Aber der ist mal ein harter Brocken. Das muss ich schon sagen. So und so. Dann das. Das müsste passen, so, hoppla. Das. War mit 10.000 ein Schnäppchen. Ich brauche mit 20.000. Wahrscheinlich sind dann 20.000 genau zu billig. Zu teuer, meine ich. Und 15.000 wäre... Hoppala, was mache ich denn da? Wäre genau richtig. K.A. Oh, hinter mir sind Mäuschen auf. Ich kann sie hören. Wahrscheinlich können sie nicht schlafen, weil ich so laut bin. Hoppala. Warte, war das auch zu billig? Na, das hat gepasst. Zack, zack. Zack. Geht nicht mehr aus. Genau, okay. Dann noch. Zack, zack. Da haben wir nur 5 Stück. Was fällt mir denn ein? Ich werde da was in die Seelkiste schmeißen. So. Zack und zack und gut ist. So. Geht schon. So. Begrüße. Servus. Musste ich mal kurz husten. Bam, 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 bam. Jawohl, da freut er sich. Bitte kaufen Sie uns leer. Das würde mich freuen. Dankeschön. Dann haben wir noch ein bisschen Spazi. Danke sehr. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, ob wir hätten... Na, was speichern oder so brauchen wir nicht. Na, das ist alles ein Blödsinn. Wow! Ich habe auch schon einen zweiten Dieb gesehen. Der wird auch gleich zuschlagen. So. Diese Gauner. Wo ist er denn? Ikimshu. Danke. Hä? Hat die sich gerade erschreckt? Okay. So. Wie gesagt, Aufträge nehme ich jetzt derweil keine an. Tut mir leid. Wir stehen wahrscheinlich, so wie es ausschaut, schon kurz vorm Spielende. Da nehme ich jetzt nichts mehr an derweil. Müsst ihr mal schauen. 1, 2, 3, 4 Tage hätten wir noch. Letzter Tag. Für das habe ich keine Zeit. Tut mir leid. So, bitteschön kaufen. Bitte kaufen. Aber ich könnte ja immerhin sagen, nein, tut mir leid. Man muss ja nicht warten. So. So. Ah, das ist ihm zu teuer jetzt auf einmal. Habe ich schon befürchtet gehabt.
Ah, das war zu billig. Na super. Großartig. So. Dankeschön. Dam, bam. Dam, 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 dam. Sehr, sehr gut. Dankeschön. Danke sehr. Dankeschön. Vielen Dank und tschüss. Ich glaube, das war's. Wir haben nichts mehr. Das heißt, wir beenden das hier. So. 4 Diebe, 23 Leute. Sie haben uns alles abgekauft. 1 Million haben wir verdient. Bin ich zufrieden. Gut. Hm. Da wir jetzt ein bisschen mehr Zeit haben, ich würde sagen, wir probieren nochmal den Gegner. Ich hoffe, ich verreck da nicht dran. Schön den Bogen ausrüsten. Probieren wir es halt nochmal, ne? So. Und? Also unglaublich, Sachen gibt's. Ich bin dann gespannt, ob wir, wenn wir den besiegen, ob es dann ein Endlosspiel sein wird oder nicht. Ich glaube, die Texte brauchen wir nicht mehr durchlesen. Wir sind eh rausgeschmissen worden aus dem Dungeon. Ich glaube, das ist schon okay so. Dann bin ich mal so frei und roll mal hier den Weg rauf. Tränke Hammer. Ich habe gedacht gehabt, das wäre nochmal ein vollständiger Dungeon, ne? Huch. Ich habe gedacht, das wäre nochmal ein vollständiger Dungeon und ja, ist es aber nicht. Also, wirklich mit vielen Gegnern, nochmal was zum Farmen, noch bessere Rüstung, so meinte ich, ne? So, können wir das überspringen? Na. So. Wenigstens quatschen immer mit uns. Ah! Jetzt habe ich mich verlenkt. Oi! Ah, scheiße, das hat mir jetzt zu viel gekostet. Alter, was mache ich denn jetzt? Jetzt fehle ich. Ganz ruhig, zock. Ganz ruhig. Ja. Ui. Ganz ruhig, Zocki. Alles wird gut. Alles wird fein, fein, fein. Eins, zwei, drei. Wuppa. Oh, das war schlecht. Ich wollte das nämlich aufsparen. Die Rüstung. Da habe ich natürlich jetzt wieder Vollgas gefailt. Das war natürlich nicht meine Absicht. Alter, das hat aber letztes Mal aber nicht gemacht, so oft. Der will mich, glaube ich, umbringen. Verstehe ich überhaupt nicht, aber ist mir so ein netter Kerl. Oi. Alter, gerade so noch weg. Falsche Richtung, mein Freund. Super! Das wollte ich jetzt nicht. Und den Damage kassieren. Ah! Zack, zack. Boah, alter Herzinfarkt.
Oh. Ah, ich glaube, diesmal, diese Runde, wow. Brauche ich, glaube ich, nochmal mehr Glück. Weil mit Können hat das nichts zu tun mehr bei mir. Ah! Jawohl, voll auf die Gosch kriegt. Voll auf die Gosch. Das mit dem Ransaugen bei dem einen Gegner verstehe ich auch nicht so ganz. Oh. Ja, das habe ich wieder richtig versaut. Das habe ich richtig versaut. Habe jetzt zu viel Damage kassiert. 2 Schläge umsonst. Eigentlich 25 Schläge umsonst. So, der müsste jetzt erledigt sein. Was? Es hat nicht gereicht. Alter. Jetzt haben wir. Jetzt brauche ich richtig Glück, um den noch zu schaffen. Hätte ich müssen normalerweise schadfrei raus, dann wäre es wahrscheinlich gerade so ausgegangen. Das habe ich halt jetzt richtig versemmelt. Da habe ich jetzt aber gerade eine Idee. Hä? Oh, ich habe den nicht gesehen. Alter! So eine Kacke. Alter! Alter, hau drauf, hau drauf! Oi! Alter, Alter, dieses kleine Viech! Ja, einfach rollen. Einfach rollen ist schlauer. Alter. Alter. Okay, der Trank heilt überhaupt nichts mehr. Okay. Oh Gott. Okay, wir hätten vielleicht eine Chance. Ah, weg, 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 weg. Oh Gott. Hin und her und weg. Und Gamma Volker, schieß, schieß, 2, 3, 4, 5, 6. Ach Gott. Wir müssen aufpassen. Zack. Da ist er schon. Wow, der letzte Trank. Und immer fester drauf. Und rollen, und rollen, und rollen. Wow. Ah. Alter. Oh. Und gehen wir voll Gas. Ich glaube, jetzt haben wir. Yes! Gut, noch eine Phase wahrscheinlich. Na, ich glaube, das ist Finale. Nice! Es lädt. Okay. Schön. Aha. 2 Errungenschaften haben wir auch freigeschaltet.
Es kommt das ganze Dorf zusammen. Jetzt hör mal, ihr könnt doch nicht einfach die Dornschütz absperren. Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Pass auf, alter Mann. Diese Dungeons bestehen aus Teilen anderer Dimensionen. Sie existieren nur, damit man sie einfach und schnell plündern kann. Hast du echt geglaubt, diese Artefakte würden an Bäumen wachsen? Ich verbiete mir diesen respektlosen Ton. Ihr seid ihr Gäste. Angenommen, all das ist wahr. Warum taucht ihr dann erst jetzt auf? Die Dungeons sind schon seit Ewigkeiten hier. Das ist eine komplizierte Angelegenheit. Höflichkeit gehört gerade nicht zu meinen Prioritäten. Verstehen Sie? Prioritäten. So, ja. Ich sagte doch, Höflichkeit und so. Ne? Wir verfolgen diese Gauner schon länger, als einer eurer Leben dauert. In der Geysir-Dimension haben wir sie verloren und seitdem fehlt jede Spur von ihnen. Irgendeines ihrer Signale muss vor kurzem aktiviert worden sein. So konnten wir sie auf dieser Welt orten. Diese anderen, von denen ihr andauernd spricht, wer sind die? Dimensionspiraten. Schockschwere Not. Dimensionspiraten? Dimensionspiraten. Ein Volk von Kreaturen, die nur aus Dimensionsfluiden bestehen. Wisst ihr, was das ist? Natürlich nicht. So konnten sie recht zügig interdimensionale Reisetech entwickeln. Anstatt ihr Wissen zu teilen, raubten sie andere Dimensionen aus. Unseren Berichten zufolge verstecken sie sich hinter dieser Tür. Oh! Wer ist dieser Junge? Er ist kein Pirat, oder? Natürlich ist er das nicht. Will! Wie du aussiehst! Alles in Ordnung mit dir, Junge? Was hast du gesagt? Du hast gegen einen quallenartigen Roboter gekämpft. Das muss ihr Boss gewesen sein. Unsympathischer Kerl. Und du sagst, dass dort sonst keine Kreaturen mehr sind? Sie haben sich gegenseitig getötet, weil sie dort festsaßen? Das ist ja köstlich. Fast zu gut, um wahr zu sein. Warte bitte kurz. Ich muss die Lage mit meiner Crew besprechen. Leutnant, diese Leute müssen weg. Wir brauchen Platz. Ei, Captain. Abgesehen von dem alten Mann und dem Jungen, die aus der Tür kamen. Okay. Piraten. Jetzt. Also jetzt diese Typen. Allesamt Diebe. Okay, Leute. Hier gibt's nichts mehr zu sehen. Ihr habt den Captain gehört. Ihr müsst nicht unbedingt nach Hause gehen, aber ihr solltet... Wer weiß, wie lange es noch da ist. Alles klar? Bewegung, bitte. Mach so ein Arsch. Also wirklich, jetzt erlebt man einmal was im Dorf und dann wird man weggeschickt. So ein Arsch. Also, nach längerer Beratung bin ich zu einem Urteil gekommen. Wegen Beteiligung am Raub von außerdimensionalen Artefakten wird jeder auf diesem Planeten verhaftet. Nun ja, zumindest sollten wir das tun. Aber dieser Junge hat uns geholfen, die Piraten ausfindig zu machen. Er hat sogar höchst eigenhändig den Piratenboss besiegt. Sagen wir einfach, ich streiche den Diebstahl aus meinem Bericht
Und so wie ich das sehe, sind keine weiteren Ermittlungen notwendig. Allerdings werden wir diese Dungeons schließen müssen. Sie weiter zu plündern, wäre eine wissenschaftlich begangene Straftat. Wissentlich begangene Straftat, so. Keine Sorge. Wir lassen euch nicht einfach links liegen. Euer Kontakt mit außerdimensionalen Kulturen zwingt uns zum Handeln. Ehrlich gesagt würde ich am liebsten euer Gedächtnis ausradieren, aber das ist aus gutem Grund nicht mehr gängig. Ja. Meine Oma, ja, glaubt seitdem, sie ist ein Vogel. Ja. Was? Ach ja. Dieser Planet hat sich nie wirklich erholt. Nein. Durch die Oma. Ja. Wie dem auch sei, wir werden euch in das DHA aufnehmen. Was das ist? Das dimensionale Handelsabkommen natürlich. Als Mitglieder dürft ihr mit anderen Dimensionen legal handeln. Die Vorbereitungen für die Aufnahme dauern allerdings etwas. Du solltest die Menschen hier erst einmal darauf vorbereiten. Schön, schön. Ein Strich weniger auf der Liste. Packen wir's, Leute, ne? Wir kommen bald mit den entsprechenden Verträgen zurück. Also, es war mir eine Freude. Nein, eigentlich nicht. Eher das Gegenteil, aber ja, was soll's. Ja, erzählt niemandem davon, dass ihr die Dungeons verwendet habt. Sonst müssen wir leider doch jeden hier festnehmen. Und das ist nicht so schön. Unsere Kerker sind nass, feucht und schmutzig. Ja, so sind die Regeln. Ich habe sie nicht gemacht. Genau, da fehlt ein Haar. Aber egal. Friede sei mit euch und so. Amen. Ja. Okay. Und jetzt? Ich weiß immer noch nicht genau, was hier passiert ist. Aber was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass du diese Welt und einen großen Dienst erwiesen hast, Jungchen. Ja, genau. Aber könntest du nächstes Mal auf mich hören und zu Hause bleiben? So viel Aufregung ist zu viel für meine alten Knochen. Ja, ja, ich brauche jetzt mal einen Tee. Gehen wir in die Stadt zurück und verbreiten die guten Nachrichten. Ja, ja. Yay! Und fertig ist das Spiel. Cool! Jetzt ist die Frage, ob wir jetzt einfach nur die Hauptgeschichte quasi fertig haben, ob jetzt tatsächlich noch was im Anschluss kommt, oder ob wir uns vielleicht einmal auf ein Moonlighter 2 freuen dürfen. Das wäre echt cool. Stell dir mal vor, vielleicht bauen sie das so aus, dass wir wirklich mit verschiedenen Dimensionen handeln treiben dürfen. Vielleicht gibt es dann erlaubte Dungeons, wo wir die Materialien herkriegen. Das wäre schon cool. Vielleicht verbinden sie es auch mit einer Art Harvest Moon, dass zum Beispiel dann selber Sachen herstellen kannst, also Leute in Auftrag geben kannst, ne? Dass du eine weitere Stadt oder diese Stadt hier ausbauen kannst, dass du sagen kannst, okay, wir haben ein Landwirt dabei, so ein bisschen so ein Aufbausimulator noch mehr, so wie wir es von Siedler kennen oder so, ne? Oder von Panisch, dass man dann ein Lager hat, wo die Sachen reinkommen, die wir dann entnehmen können, wo auch vielleicht ein Teil für die Bevölkerung gedacht ist, oder wir entnehmen alles, was gehört ja uns, und verkaufen es dann, und die Leute dürfen es bei uns kaufen. Und vielleicht gibt es dann auch noch zusätzlich Dungeons, von denen wir Sachen beziehen können. Das wäre schon cool irgendwie, glaube ich. Das ist, ja. Vielleicht fantasiere ich jetzt auch viel zu viel, aber ja, ich finde es cool. Wie gefällt euch denn das Spiel? Also ich bin sehr, 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 sehr begeistert, sehr zufrieden. Ich mag das Spiel. Ich hoffe, ihr mögt es auch. Ich hoffe, ihr spielt es auch selber mal. Ich bin sehr überrascht, dass wir jetzt eigentlich schon durch sind. Ich habe echt gedacht, okay, ich habe echt gedacht, wir können jetzt noch 4 Tage oder so spielen, also 4 Spieltage spielen. Aber das haben wir jetzt souverän gemeistert. Ja.
Die meisten Aufträge konnten wir tatsächlich erfüllen. Ein paar sind halt leider misslungen. Durch fehlende Kompetenz meinerseits. Naja, so ist das Händlerleben. Ja. Man sollte vielleicht vorn auf dem Ladenschild noch anbringen, alle Waren, solange der Vorrat reicht. Jo. Aber ich mag das Spiel, es ist echt schön. Es muss nicht immer 3D sein, um ein tolles Spiel zu zaubern, ne? Ich finde, es ist ein echt liebes Spiel. Auch mal so für zwischendurch. Das ist jetzt nicht allzu lang, nicht allzu schwierig, finde ich. Ja, das ist ein ganz liebes Genre, sage ich mal. Gefällt mir sehr gut. Stadt ausbauen, Laden ausbauen, Sachen verkaufen. Ich finde das cool. Könnt's gern mehr sowas geben. Wie gesagt, vielleicht gibt's mal Moonlighter Teil 2. Würde mich echt freuen. Ja. Vielleicht geht's aber auch jetzt weiter und es gibt so eine Art Endlosspiel vielleicht. La 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 la. Bam, 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 bam. Da, 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 da. Na, sehr, sehr gut, ja? Muss man echt sagen. Ja, das heißt, ich habe jetzt wieder Platz dann für ein neues Spiel. Ich hätte tatsächlich schon eines im Kopf, das mich auch sehr interessiert. Ich glaube, das werden wir dann auch machen. Jo. Haben da wirklich so viele Leute dran gearbeitet? Weil manche Namen stehen da 6-7 Mal. Ah, das kann man beschleunigen. Das muss man auch wissen. Was bringt das überhaupt? Wieso sind das so viele Namen? Ich habe noch nie so einen Abspann gesehen. Ich schaue mal, was ganz unten da noch passiert. Ich glaube, da wären wir schon bald schneller, wenn wir überspringen, oder? Rum. Das sind, glaube ich, 2 Millionen Leute, die hier aufgelistet sind, oder? Vielleicht auch 3 Millionen. Digital Sun. Ganzen Firmen. Thanks for playing. Ja, sehr gerne. Glückwunsch! Neues Spiel Plus ist jetzt im Hauptmenü verfügbar. Das heißt... Das heißt jetzt was? Ich schau mal kurz. So sauber verdrücken, ne? Also, Hauptmenü. Ja... Neues Spiel Plus. Neues Spiel Plus. Ein neues, härteres Spiel mit neuen geheimen Gegenständen. Ach du Heilige! Hat das gerade hingehauen? Wähle einen Slot mit einem abgeschlossenen Kapitel. Ach so! War das gerade richtig? Ich will noch mal kurz reinschmökern. Geh jetzt, meine alten Knochen müssen ruhen. Okay, wir haben... Okay. Okay. Okay, wir haben unsere Max-Ausrüstung behalten dürfen. Unser Dorf ist nicht ausgebaut, in keinster Weise. Begrüße.
glaube, das ist gleich geblieben. Ich glaube, ich bin gewillt. Ich meine, ich mache jetzt mal kurz einen Aufnahmestopp, weil ich muss noch Risen aufnehmen, wenn ich jetzt noch Zeit habe. Da habe ich nämlich auch keine Parts mehr. Und das haben wir auch noch nicht rausgefunden, was das ist. Also es gäbe schon noch was zu tun. Die nächste Aufnahmesession bei mir hier, Moonlighter, wird sowieso jetzt erst in ein paar Tagen sein. Wahrscheinlich so 2 Wochen. Seid doch mal so lieb, bitte, und schreibt rein, ob ihr Lust habt, zu mir nochmal das Spiel durchzuspielen in dem neuen Schwierigkeitsmodus. Da es jetzt ja neue Gegenstände und alles gibt. Oder ob sie sagt, nee, danke, Zocki, spiel lieber das andere Spiel, was du gemeint hast. Die Mehrheit gewinnt, sagen wir mal so. Kann ich jetzt in meinen Laden rein? Ich glaube nicht, ne? Weil ich nur mal schauen will, ob jetzt der Laden auch ausgebaut ist oder wäre sinnlos. Aber das hier gibt's. Ja, okay, egal. Ich beende jetzt mal den Part. Also, offiziell wäre jetzt mal das Spiel zu Ende. Wie ihr gemerkt habt, es gibt eine Erweiterung schon fürs Spiel. Keine Ahnung, was das beinhaltet. Ob es ein größeres Spiel ist jetzt oder mehr Inhalt oder auf jeden Fall soll es neue Gegenstände geben. Ich bin gespannt. Ich würde es gerne probieren, ehrlich gesagt. Vielleicht so ein Angespielt draus zu machen. Wenn ihr möchtet, wir dürfen sogar das Geld behalten. Okay. Das ist ja beinahe cool. Na Fisch, ich würde sagen, 3. Mai haben wir jetzt. Okay. Ich würde sagen, wir belassen das jetzt hier einfach mal so. Wir lassen alles jetzt mal so stehen und liegen. Und ja, ich bin da jetzt leicht überfordert, ehrlich gesagt. Aber egal. Wie gesagt, schreibt es einfach mal. Möchtet ihr, dass wir noch das hier weiterspielen? Mit dem jetzigen Spielstand? Mit diesem neuen Spiel Plus? Oder soll man nur mal ein Angespielt machen? Oder soll man es komplett sein lassen? Schreibt es in die Kommentare. Sollte sich keiner melden, werde ich ein Angespielt mal draus machen. Vielleicht gefällt es uns, dann machen wir es weiter. Wenn nicht, dann wählen wir ein neues Spiel. Okay, also ein neues Projekt. So. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!